Okay, dann herzlich willkommen zum 90. Meter Day. Heute haben wir einen Gast von der TU Wien hier. Nikolaus Kichler wird uns über Open Source Architektur mit VWHAUS erzählen. Das ist eine modulare Bauweise, die bis zu 6 Geschossen funktioniert. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Ich war vor circa einem Monat das erste Mal im MetaLab bei einer Führung, total zufällig, und habe mir gedacht, wow, hier sind ja wirklich sehr viele Dinge selbst gemacht und sehr viele kluge Dinge. Und ich schreibe doch mal das MetaLab an und frage, ob wir vielleicht gemeinsam was machen können. Und so hat sich dieser Vortrag heute ergeben. Ja, VWHAUS, was ist VWHAUS eigentlich? Das ist ein Bausystem, ein Baukastensystem, wo viele einzelne Elemente selbst gebaut werden können und womit man nachher ein ökologisches, sechsgeschossiges, bis zu sechsgeschossiges Gebäude bauen kann. Es ist Open Source und deswegen auch die Überschrift The Most Hackable Building System mit Fragezeichen vielleicht. Ich fange heute an, habe den Vortrag in drei Teile gegliedert. Ich fange mal an, ein bisschen über den Hintergrund zu erzählen. Wer sind wir? Was haben wir uns für Gedanken zum Bauen gemacht? Was haben wir sonst so gemacht? Ein Toolkit werde ich kurz zeigen. Und dann werde ich vor allem erklären, was das VWHAUS eigentlich ist, was es kann und was auch so die Ziele dahinter sind. Und der dritte Teil ist, da werde ich einfach zeigen, wie ist der Ausblick, was machen wir noch in diesem Jahr und wie kann man auch mitmachen, mitbauen oder eigene Projekte einbringen. Also, ich fange mal an. Vor circa 3 Jahren haben 2 Freunde von mir, der Paul-Adrian Schulz und ich und Mika Fürst, beschlossen, wir schreiben jetzt einmal Förderanträge und schauen einmal, wie können wir eigentlich überleben. Und sind so zur TU Wien auch gekommen, zu Karin Stieldorf, Architekturfakultät, und haben als TU Wien dann diese Anträge schreiben können. Und haben dann ein sogenanntes Smart Cities Demo Projekt beginnen können vom Klima- und Energiefonds. Und wir haben damals gefragt bei der Einreichung, ja schön und gut Smart Cities, aber was macht denn eigentlich der smarte Citizen, was kann der eigentlich machen? Und das wollen wir herausfinden im Gebäudebereich. Wir sind alle Architekten, wir haben Architektur studiert und haben auch ein Team zusammengestellt. Also das österreichische Strohballnetzwerk, die machen sehr viel mit Selbstbau, Statiker und so weiter. Auch eine andere Firma, Lukas Lang, und die haben das temporäre Parlament gebaut, kennen sich sehr gut mit modularem Bauen aus. Jetzt muss ich alle nennen, und auch das Technische Büro Käferhaus, die für uns so Haustechnik und so weiter berechnet haben. Ja, ich zeige ein bisschen noch was zum Hintergrund. Paul-Adrian Schulz, mein Kollege, und auch vor allem Michael Fürst kommen aus dem Strohballenbau. Und das ist ja ein Gebäude, das wurde auch im Selbstbau gemacht. Ich glaube, es war so 2012 und es steht in der Seestadt. Es ist jetzt ein Community-Treffpunkt für vor allem auch Seestädter geworden. Das ist ein anderes Projekt, das hat die TU Wien gemacht, da waren wir noch nicht an der TU. Karin Stielhoff, das ist das Liese-Gebäude, ist das bekannt eigentlich? Das hat einen Wettbewerb in Amerika gewonnen und genau. Und das waren so auch andere Gedanken, haben wir uns gemacht. Das Projekt City of Workshops, quasi wie kann eigentlich eine Stadt organisiert sein, wo alles auf Workshop-Basis hergestellt wird und produziert wird und dieser Modus die klassische Berufswelt ablösen kann. So, und jetzt komme ich langsam zum Projekt, und das war eben das Projekt vor VWHAUS, ist dieses Toolkit. Das ist auch online, ich kann es auch jetzt durchgeben, vielleicht. Da haben wir eigentlich begonnen, uns zu fragen, und für uns ist eigentlich eine Zusammenfassung unserer Recherche, was heißt eigentlich Selbstbau, was heißt eigentlich ökologisches Bauen und was heißt eigentlich vor allem auch mehrgeschossiges Bauen. Und wir haben da in diesem Vorprojekt auch untersucht, haben wir so 4 Bauweisen
einmal so herauskristallisiert und geschaut, wie und durchgespielt und geschaut, wie viel Arbeit ist das, was kostet das. Und eine davon ist dann das Vivi-Haus geworden. Also gut, ich gehe jetzt ein bisschen dieses Buch durch. Ja, das sind drei Punkte. Ich fange jetzt mal mit Selbstbau an, Fragezeichen. Es gibt ein Projekt, das ist relativ bekannt. Ah, das überspringe ich. Das ist das Wiki-Haus, das ist bekannt, oder? Das ist auch ein Open-Source-Projekt. Ich glaube, es hat in London begonnen und die ganzen Holzteile können CNC gefräst werden. Und man hat dann eigentlich ein Puzzle-System und kann alles zusammenstecken. Da sieht man so diese Plattenformate und die einzelnen Bauteile, die da drauf sind, aus denen man dann das Gebäude zusammenbauen kann. Das war für uns eine ziemlich große Inspiration. Auch eine Inspiration. Wir waren auf der ETH Zürich, haben einmal geschaut, was da so gemacht wird bei einer Exkursion und haben entdeckt, dass da so Roboterarme sind, die diese Holzstruktur vollkommen selbst gebaut haben. Ich gebe jetzt ein paar Beispiele durch. Auch ein Selbstbauprojekt in London-Umgebung. Das Brighton Waste House haben auch Studierende damals gebaut und sie haben alles Mögliche als Wärmedämmung verwendet. Jeans, alte Jeans, Hosen, Videokassetten. Ich glaube auch die Fassade besteht aus allen möglichen Dingen. Ich weiß es gar nicht auswendig. Also immer dort, wo selbst gebaut wird, ist meistens mit sehr viel Spaß gebaut worden. Ich zeige jetzt ein bisschen noch so einen anderen Hintergrund. In Holland gibt es einen Städtebauplan von MVRDV, ein Architekturbüro, wo wild und selbst gebaut werden kann, wo es auch am Anfang noch gar keine Grundstücksgrenzen gibt. So, ich mache ein bisschen einen Abriss, Selbstbau. Wenn das auffällig ist, dass natürlich die meisten Gebäude eingeschossig sind, oder vielleicht zweigeschossig, und uns hat das immer gestört, weil wir gewusst haben, okay, eigentlich müssen wir mehrgeschossig bauen und wir wollen nicht die Flächen versiegeln, wir wollen eine Dichte haben, kurze Wege, einen geringen Mobilitätsaufwand. Und deshalb haben wir uns geschaut, okay, mehrgeschossig, aber wie geht denn das? Wie machen das eigentlich andere? Davor noch eine Statistik. In Österreich werden pro Tag 15 Hektar Fläche versiegelt. Pro Tag. 15 Hektar. Mehrgeschossig bauen. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Das ist jetzt ein Gebäude in Kolumbien. Ich kann geschossweise bauen. Ich fange mal mit dem Erdgeschoss an und wenn ich ein bisschen Geld habe, dann baue ich das nächste Geschoss und wenn ich wieder ein bisschen Geld habe, mache ich wieder ein Geschoss. Eine andere Möglichkeit. In Chile, das ist sozialer Wohnbau in Chile, da war die Idee so, naja, wir wollen geförderten Wohnbau machen, aber wie können wir den sinnvoll machen? Bauen wir doch einfach nur die Hälfte und die andere Hälfte können sich die Menschen selber ausbauen und die können das viel billiger machen als wir selber. Ja, und wir helfen ihnen, wir geben ihnen, also alles was kompliziert ist, geben wir hier hinein, das heißt also sanitäre Anlagen, Schacht, Wasserleitungen, und auch die Statik. Und so kann man relativ einfach die Decken dann rüberspannen und das im Selbstbau machen. Ein anderes Projekt, das ist, steht in Hamburg, das ist der Rohbau. Das Projekt heißt Grundbau und Siedler. Es ist ein Selbstbauprojekt. Und damals war die Idee so, man stellt mal ein Betongerüst hin. Das hat auch ein Geländer, das niemand runterfallen kann. Und nachher bauen sich die Menschen dieses Raumregal, so heißt das, ist die Typologie Raumregal, aus. Und dazu gibt es auch eine Fibel, also das, was man dann eben sieht, ist eine 300-seitige Anleitung, wie man das dann bauen kann. Es wurde ganz spezialisiert auf ein Bauprodukt zugeschnitten, das sehr einfach ist, was ich selber zuschneiden kann. Das ist auch online. Das Architekturbüro heißt Bell, B-E-L. Da sieht man, wie es dann fertig ausgesehen hat. Die Bewohner haben sich dann entschieden, dass es ein bisschen bunt sein kann. So genau weiß ich das auch nicht. Das ist ein anderes Projekt, wie so ein Raumregal, dass das auch im zweigeschossig sein kann
und ich kann den Innenraum dann selber ausbauen. Das ist die Idee Raumregal. Ich will das Konzept einfach nur vorstellen, weil wir uns auch darauf bezogen haben später mit ViviHaus. Und dann gibt es, wie bei euch selbst, sicher in der Mehrgeschossigkeit in der Vorfertigung. Das heißt, in der sicheren Halle, wo sich niemand verletzen kann, wo niemand runterfallen kann, wo ich auch wetterunabhängig in dieser Halle meine Teile fabrizieren kann. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Ich kann solche Raumzellen bauen und nachher stapeln wie Container. Ich kann diese Flächenelemente zusammen konfigurieren. Ich kann so eine Skelettbauweise machen und dann Flächenelemente einhängen. Das kommt im ViviHaus am nächsten auch. Oder ich habe sehr viele ganz kleine Einzelteile. Und hier ist nur so ein Beispiel. So Raumzellen, das sind Container, die auch selbst gebaut worden sind. Und das ist jetzt eher eine sehr filigrane Vorfabrikation von Lukas Lang. Das ist eben unser temporäres Parlament. Viele Einzelteile. Alle vorfabriziert. Und so, der dritte Baustein. Was heißt eigentlich ökologisches Bauen heutzutage? Das sind mal die ökologischen Materialien, die alle nachwachsen können oder natürlich sind. Also Lehm und Kalk für die Putze ist nicht nachwachsend, aber kann man sehr leicht wiederverwenden. Der Strohballen ist ein Abfallprodukt aus der Agrarwirtschaft. Und Holz ist wieder nachwachsend. Worauf kommt es an bei Materialien? Also sehr wichtig ist der Primärenergiegehalt. Also wie viel Energie wurde aufgewendet, dass ich diesen Rohstoff verwenden kann. Und bei dieser Statistik sieht man eigentlich, wie gut Stroh dabei abschneidet. Das ist auch der Grund, warum wir dann mit Stroh gebaut haben. Und das Bausystem eigentlich auf den Strohballen optimiert haben. Und ganz klar, wenn man mit Holz baut, Holz speichert CO2. Das ist auch ein Vorteil. Hier sieht man die Kombination Holzrahmen und Strohballen. Und ein anderer Aspekt ökologisches Bauen ist das gut gedämmte Bauen. Das heißt, man hat einen sehr geringen Energieverbrauch, ist auch klar. Und es gibt Passivhäuser, noch Plus-Energiehäuser und so weiter. Das heißt, man braucht gute Wärmedämmung und eine sehr effiziente Haustechnik. Noch ein anderes, ganz anderes Projekt, das ist einfach nur der Vollständigkeit halber. Dieses Projekt hat kein Heizsystem, es hat nur Lüftungsklappen neben den Fenstern. Es hat ein paar Sensoren, die überprüfen, wie viel CO2 gerade in der Luft ist und was für Temperatur innen und außen ist, und automatisch klappen die sich auf und zu und so reguliert sich das Gebäude und kommt ohne Haustechnik aus, außer diese eine Systematik. So, das ist einmal so zum Vorwissen, das war sehr schnell. Ja? Also es gibt Selbstbauprojekte, jede Menge, die machen meistens viel Spaß. Das mehrgeschossige Bauen ist ein großes Thema und das ökologische Bauen ist einfach, finde ich, das einzig verträgliche Bauen, was man machen kann heutzutage. So, was ist jetzt das ViviHaus? Wir erklären das jetzt immer so gerne. Das ViviHaus ist ein Bausystem von allen, das heißt, jeder kann beim Bauen mitmachen, für alle, das heißt, fürs Wohnen, fürs Büro, für die große Familie, für die kleine Familie, für Einzelpersonen, das ökologisch und gesund ist. Das bezieht sich auf die angesprochenen Materialien vor allem auch, das effizient und leistbar ist. Also es ist auch wirklich ein Ziel, dass es sehr kostengünstig ist, dass im Kreislauf verwendbar ist, das heißt, ich kann es wieder demontieren, ich kann es woanders wieder aufbauen, ich kann es wieder zerlegen, die Rohstoffe anders nutzen. Und im Wandel heißt, wenn ich diese ganzen Bedingungen davor ernst nehme, kann ich eigentlich auch mich anders organisieren mit dieser Bauweise. Ich kann auch eine Wirtschaft vielleicht in diesem Kontext versuchen, anders zu gestalten. Jetzt zeige ich euch kurz ein Video. Dieses Video haben wir gemacht für eine Einreichung, ist ein bisschen darauf zugeschnitten. Und das sind 2 Minuten 30 oder so. Und man sieht jetzt ein bisschen, was ViviHaus ist, was es kann. Und die Bilder zeigen,
Ausschnitte aus unseren Bauprozessen, die wir schon hatten. Hallo, das hat mal schon einiges erklärt. Ich habe es, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass es Open Source ist. Und bei uns im Entwicklungsprozess sind wir irgendwann draufgekommen, Inklusion ist so ein bisschen der zentrale Begriff, weil eben Open Source bedeutet Inklusion für Entwickler, Selbstbau heißt Inklusion für alle, die mitbauen und bauen wollen. Vielseitigkeit heißt, die Nutzer und Nutzerinnen können den Innenraum auch nachträglich umbauen und umnutzen. Es ist sehr flexibel für zukünftige Situationen und es ist ökologisch, das heißt, auch die zukünftigen Generationen werden da berücksichtigt. So, jetzt komme ich ein bisschen zu, wie funktioniert VVHaus, die Bauweise eigentlich. Es besteht aus einigen Elementen. Man sieht jetzt hier in der unteren Bildhälfte die Stützen und die diagonalen Aussteifungselemente. Dann sieht man das Fassadenelement, die Deckenelemente und in unserem Fall, für unseren Prototypen, bauen wir so eine Sanitärzelle mit einer Küche und einer Treppe nach oben. Und alle diese flächigen Elemente bestehen eigentlich aus einem sehr simplen Holzrahmen, der relativ beliebig gefüllt werden kann. Im Hintergrund sieht man so ein Szenario, wie diese Elemente zusammengebaut werden können. Es gibt an den Enden dieser Stützen immer einen Knotenpunkt, der die meisten Elemente zusammenhält. Hier sieht man so ein Deckenelement mit diesen Rippen, wie die im Innenraum aussehen. Und der Rippenabstand ist das Strohballenmaß. Da passen genau die Strohballen hinein. Genau das war das Ziel, auch ein bisschen ein Bausystem zu entwickeln, das in unterschiedlichen Situationen funktionieren kann. Und das ist jetzt der Prototyp, den wir im Sommer bauen wollen. Im Juni gibt es einen Workshop und im September. Ja, da komme ich noch dazu. Also hier sieht man jetzt die Fassadenelemente ein bisschen genauer. Wie hier dieser Holzrahmen das Grundgerüst bietet und wie dieser dann für unterschiedliche Designs einfach also ermöglicht. Hier sieht man ein Beispiel aus dem Bauprozess. Und da müssen nicht nur Strohballen hinein, da können
unterschiedlichste Materialien hinein und kann sehr viel damit machen. Auch begrünte Fassaden oder energieproduzierende Fassaden, es ist eigentlich sehr offen, was man dann damit machen möchte. Hier sieht man ein Bild aus dem Workshop an der TU Wien in der TVFA-Halle. Da stehen diese Fassadenelemente, die werden teilweise verputzt. Verputzen muss man, wenn man sechsgeschossig bauen will. Man muss es nicht, wenn man viergeschossig bauen will, aus Brandschutzgründen. Da haben wir mal alle Elemente für die Sechsgeschossigkeit vorbereitet und dann mal geschaut, wie viel Arbeit ist das eigentlich. Es gibt auch eben diese kleineren Elemente. Das sind diese Holzboxen, wo Strohballen hineingepresst worden sind, die dann ein bisschen abgeschert werden und dann eben verputzt werden. Hier sieht man eigentlich eine Gegenüberstellung vom Innenleben und vom Leben, also wie das fertige Element aussieht. Das ist nicht ganz fertig, da fehlt noch ein bisschen Holzfassade. Also es ist wirklich sehr einfach. Die Fenster kann man sehr einfach gliedern, indem da einfach nur so zwei Steher hineinkommen. Und nach diesem ersten Workshop haben wir diese vier Fassadenelemente gebaut und haben die bei der Maker Faire Vienna 2018 ausgestellt. Vielleicht haben ja waren manche dort und haben das gesehen. Und haben unseren Bauprozess dokumentiert. Kann ich auch durchgeben, das sind so vier Hefteln. Da sieht man, wie diese vier Fassadenelemente gemacht worden sind. Die sind auch online für all jene, die streamen und zuschauen. Das waren wirklich unsere allerersten vier Elemente. Wir machen einige Sachen seither auch ein bisschen anders. Und also den ersten Workshop haben wir in der TU gemacht, den zweiten in Niederösterreich, in Pernitz, haben wir eine Halle mieten können bei der Zimmerer Berger und haben dann die weiteren Elemente gemacht. Und wir haben uns schon gedacht, naja, Selbstbau, warum, wenn dann gescheit, die Fundamente machen wir auch selber. Und da sieht man die ersten sechs Fundamente. Wir haben wirklich jede einzelne Stange geschnitten und gebogen da drinnen. Und was man hier unten auch sehen kann, ist der Holzknotenpunkt. Also wir haben jetzt bei dem Eingeschosser mit einem Holzknotenpunkt gearbeitet. Das wird beim Sechsgeschosser nicht so funktionieren. Da wird das Stahl sein müssen. Man kann sich vorstellen, wie dieser Knotenpunkt funktioniert. Diese ganzen Deckenelemente werden dazwischen eingespannt. Und der obere Bereich ist wie ein Deckel, wo man das dann zuklemmt. Und diese ganzen Elemente haben diese Löcher, wo das Ganze einrasten kann. Hier sieht man jetzt ein Deckenelement, auch wieder ein Holzrahmen, dann so ein paar Rippen, Strohballen. Das ist jetzt wirklich das Bodenelement, deswegen ist es gedämmt. Bei Zwischendecken müsste man sie nicht dämmen. Und genau, hier sieht man die Bodenplatte dann über diesen Fundamenten. Dann wurden die Stützen aufgestellt. Die sind etwas komplizierter. Wir haben bei der Entwicklung des Bausystems haben wir uns gedacht, alles was mit Rahmen ist, das muss sehr einfach sein. Und alles was kompliziert sein muss, das konzentrieren wir auf weniger Elemente. Und das sind eben die Stützen und der Knotenpunkt. Und die sind etwas komplexer ausgefräst an den Enden. Und sie haben auch einen Hohlraum in der Mitte. Ich kann auch Stahlstangen durchstecken, um Zugkräfte auch noch besser zu aktivieren oder die Stütze dafür verwenden zu können. Das brauche ich dann, wenn ich eine Diagonalaussteifung drinnen habe. Hier sieht man ein paar Fotos vom Bauprozess. Das steht jetzt in Niederösterreich in Pernitz, im Obstgarten der Zimmerei. Diese Teile werden wir wieder abbauen im Herbst und mit dem Dreigeschosser, den wir bauen wollen, da werden wir diese Bauteile wieder integrieren. Das ist auch für uns ein Test, wir machen das alles zum ersten Mal. Das Abbauen und wieder aufbauen. Transportieren wissen wir schon, wie es geht. Die Maker Faire war unser Test. Die Fassadenelemente, also ich muss auch sagen, montiert haben wir die ganzen Bauteile nicht selbst, den Kran haben wir auch nicht selbst bedient. Da haben wir die Zimmerei dabei gehabt. Und hier sieht man, wie die Fassadenelemente befestigt werden, nämlich durch eine Schraube durch die Stütze. Und diese Stützen haben hier so einen Lochraster. Und da geht die Schraube durch und
in ein Gewinde, in diesen Holzrahmen hinein. Genau, wir haben einige Sachen sichtbar gelassen, offen gelassen, dass man sieht, aus welchen Schichten das besteht. Und das war das Ergebnis, die Rückseite. Sind wir kurz vorm Schnee fertig geworden, zum Glück. Die Vorderseite. Ja. Und genau, wir haben eingereicht beim Open Hardware Award, den wir gewonnen haben mit dem Projekt. Jo. So. Zum Ausblick. Also wir haben jetzt im November diesen Eingeschosser gebaut, jetzt im Jänner und im Februar haben wir einige Sachen daran verbessert und haben vor allem Sponsoren gesucht. Ohne die geht es leider nicht. Und jetzt bauen wir diesen Dreigeschosser. Und wir haben uns gedacht, dreigeschossig, das repräsentiert schon Mehrgeschossigkeit genug. Und das ist auch der Grund, warum der Entwurf ein bisschen so aussieht. Hier sieht man im Innenraum auch die Sanitärbox. So ein bisschen, hier sieht man die Hülle auf der Rückseite und auf der Vorderseite. Ich weiß nicht, wer Pläne lesen kann, aber ich sage einfach mal, das Erdgeschoss hat in etwa 40 Quadratmeter und das obere in etwa 30. Und so mal ein bisschen zum Zeitplan. Also wir werden zwei größere Workshops haben im Juni und im September. Das heißt, jetzt bereiten wir alles für Juni vor und alles, was kompliziert ist, bereiten wir danach vor für den September-Workshop. Und wir wollen eigentlich das Gebäude im Oktober schon aufstellen in Wien. Und im November öffnen. Das sind die Bauteile, die wir noch zu bauen haben. Das sind 18 Stützen. Da machen wir nicht so viel selbst, weil die werden einfach automatisch gefräst. 18 Fassadenelemente, 6 Dach- oder Zwischenebenen und die Sanitärbox und ein paar so Terrassenelemente. Da wollen wir es dann hinstellen. Also da haben wir eine Zwischennutzung für 5 bis 7 Jahre eine mögliche in Aussicht gestellt bekommen. Das ist das Philips-Gebäude neben der Dresdner Straße beim Wiener Werk City. Genau, jetzt komme ich zum Punkt Mitmachen. Das Projekt wurde jetzt und wird auch nach wie vor allem durch Architekturstudierende gebaut. Und für uns ist es natürlich, wäre es schön, wenn das irgendwie viel mehr verschiedene Leute dann noch mitmachen. Und es gibt da zahlreiche Möglichkeiten und deswegen habe ich auch das MetaLab ursprünglich kontaktiert und habe mal gefragt, ja, gibt es jemanden, der im urbanen oder in einem Gebäude was ausprobieren will und was machen will? Und ich zeige noch ein paar Entwürfe. Studierende haben sich auch Gedanken gemacht, wie wäre es, wenn ich diese Wikihaus-Bauweise mal fürs Vivihaus anwende und so ein Stecksystem mache. Manche haben so ein begrünte Fassaden gebaut. Da hat jemand fürs Erdgeschoss so eine Fassade gebaut, wo ich Möbel rausziehen kann aus der Fassade. Da gibt es auch ein Treppenelement, also eine Stiege. Und also das Projekt, da ist wirklich offen für sehr viele Ideen. Und das können auch, sage ich einmal, technischere oder haustechnischere Ideen sein oder Sensoren oder einfach ein Freifunk-Internetanschluss oder irgendwie solche Dinge. Die Sanitärbox bietet, glaube ich, auch da sehr viele Möglichkeiten. Also mal zur Information, wie wir finanziert sind, wie wir alles bauen oder bisher lang bauen konnten, ist so, dass der Klima- und Energiefonds ca. 55% unserer Ausgaben deckt und alles andere die Sponsoren zahlen. Und je nachdem, was ihr für Ideen habt oder auch online, was ihr für Ideen habt, könnt ihr auf uns zukommen, wir können überlegen, wie wir da was machen können. Ich würde es total toll finden, wenn dieses Gebäude mehr mit der Maker-Szene, wie soll ich sagen, wenn wir uns alle entgegenkommen und schauen, auch langfristig, wie können wir auch im Sinne dieser City of Workshops mit unseren Methoden
ganze Häuser oder Stadtviertel oder was auch immer noch errichten und initiieren. Genau, das sind unsere Sponsoren. Vor allem aus der Holzbauindustrie und aus dem Bereich des nachhaltigen Bauens, die uns bislang unterstützt haben. Und am Ende, also das ist der Plan, im November wollen wir natürlich eröffnen und eine Feier machen. Wir begleiten den Prozess auch filmisch. Der Innenraum soll dann eine Art Ausstellung sein, wo man sieht, was das alles kann, wer das gemacht hat. Also da weiß man noch nicht genau, wie wir es machen, aber das Gebäude ist auf jeden Fall eine Ausstellung anschließend. Und die Eröffnung ist im November. Jetzt war ich wahrscheinlich doch extrem schnell. Ja, das ist einmal, ich bin eigentlich mal fertig bei der Vortragsarbeit. Ich würde aber, also jetzt haben wir viel Raum für Fragen dafür. Dankeschön. Ja, ich wollte fragen, habt ihr angedacht oder gibt es die Möglichkeit, dass man das irgendwie auf die Hinterseite von so LKW-Lastern drauf tut, so auf Anhänger, dass man so ein Haus relativ schnell von A nach B bringen kann? Oder vielleicht dann, wenn man dann mit 5 Lastwagen dann hintereinander fährt, dass man die dann gleich übereinander stapelt. Also ist das, geht das? Das geht leider nicht. Ich kann auch erklären, warum. Also das wäre quasi die Variante da ganz rechts. Ich habe solche Boxen und die gebe ich auf dem LKW rauf und dann kann ich sie sehr schnell übereinander stapeln. Warum wir das so nicht gemacht haben? Wir haben uns für eine Skelettbauweise entschieden. Das heißt, ich habe einen Stützenraster, wenn ich einen sehr großen Grundriss habe und habe im Innenraum alle Flexibilitäten, wie ich nachher meine Zwischenwände einbauen kann. Und wir haben uns gedacht, also es ist so gesehen kein ultra mobiles Gebäude, sondern ein relativ mobiles Gebäude. Wir haben gesagt, bevor ich es abbauen muss und woanders hinbringen muss, weil ich es für einen anderen Zweck brauche oder weil das Gebäude an diesem Ort nicht mehr passt, möchte ich davor noch die Möglichkeit haben, im Geschoss die innere Raumorganisation umordnen zu können, bevor ich es mir den Aufwand antun muss, das Ganze abzubauen und das wieder transportieren zu müssen. Noch eine blöde Frage in derselben Richtung. Wie schwer ist so ein Haus? Also wie schwierig oder wie viele Stockwerke könnte man so zum Schwimmen bringen? Zum Schwimmen? Weißt du, auf einer Wasseroberfläche? Boah, wie schwer ist das Gebäude? Ja, also ein so ein Fassadenelement hat ca. 1,6 Tonnen. Wie ein Auto. Ich würde sagen, das Deckenelement ist wahrscheinlich bei 3 Tonnen. Die Stütze ist irgendwie so bei 300 Kilo. Kannst du ausrechnen, je nachdem wie groß sie und wie viele Geschosse. Da kommt schon was zusammen. Die Decke ist ca. 3 Tonnen. 3 bis 4. Also es kommt darauf an, auch wie der Deckenaufbau dann genau ist. Und man kann dann auch variieren. Für den Schallschutz gibt man in Österreich noch recht viel Gewicht hinein, damit der untere das Pumpern nicht hört. Ja, na, am Wasser ist es, also es ist wirklich so, also was wir jetzt gemacht haben, wir haben gesagt, wir fangen jetzt bei der 6-Geschossigkeit an und konzipieren das dafür und abwärts können wir es leichter kompatibel machen als aufwärts. Und momentan ist es so, dass wir so dicke Stützen haben, weil die einfach 90 Minuten Brandwiderstand können und das ist verlangt bei einem 6-Geschosse. Es gibt Überlegungen, dass wir mal ein Vivi-Hut machen, das dann immer eine leichtere Bauweise ist, bis 3-geschossig, wo auch die Stützen wegfallen, wo dann die Fassadenelemente, die tragenden Elemente werden könnten. Aber das sind noch Überlegungen, die aber kompatibel sind mit dem 6-Geschosse. Hoffentlich. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass ihr eigentlich eine Bauteile, Logistik sozusagen entwickelt habt, wo ganz wenige Bauelemente notwendig sind,
die unterschiedlich ausgestaltet sein können, aber von der Typologie her begrenzt sind auf, weiß ich nicht, wann ich es richtig gesehen habe, so Größenordnung 6 oder 8 unterschiedliche Elemente. Und die Größenbeschränkung für die Bauweise für den Einzelraum ist eigentlich die Deckenplatte bzw. die Bodenplatte, weil die an jeder Ecke eine Stütze braucht. Genau, also es gibt beim modularen Bauen ein Riesenthema, das ist der Raster. Und welchen Raster nehme ich? Und das ist eine sehr, sehr große Entscheidung. Und wir haben den Raster von 2,80 Meter gewählt. Und wir haben ihn deshalb gewählt, weil wir fanden, dass es am allereinfachsten ist, Büronutzung und Wohnnutzung auf verschiedenen Geschossen übereinander kompatibel zueinander zu machen. Und jetzt ist es so, dass, so wie wir jetzt bauen, haben wir wirklich an jedem Eckpunkt eine Stütze. Und man hat gesehen, bei den Holzstützen oben gibt es diese Ausfräsungen. Und die sind deshalb da, dass ich da Dinge einhängen kann. Entweder eine Diagonalaussteifung, so komme ich nämlich zum Stahlknotenpunkt. Oder eben ein Unterzug. Und der Unterzug hat eine Länge von 5,60 Meter und somit kann ich anfangen, mir einzelne Stützen zu sparen. Dann habe ich immer 2 Unterzüge und da liegen fast 2 Deckenelemente drauf. Aber es gibt einen Raster und der ist aber natürlich, wenn, dadurch, dass er Open Source ist, kann man den relativ, sag ich mal, immer noch kleiner machen, auch. Größer machen ist schwierig wegen der Statik. Also man kann eigentlich auch Dreiecke draus machen. Wenn man ein schwieriges Grundstück hat. Also es ist wirklich so, dass selten es Grundstücke gibt, die perfekt sind für ein Raster von 2,80. Und es gibt auch selten Grundstücke, die einfach genau rechteckig sind. Ja. Dann habe ich auch mal eine Frage, wie veröffentlicht oder in welcher Form sind die Daten zu den einzelnen Bauteilen veröffentlicht und ich meine, wie handhabt ihr das dann zum Beispiel mit dem Fassadenaufbau, weil das ist ja eben das Stroh, dann war da diese, ich glaube, Schilfdämmung und dann noch der Putz und wie werden die Infos dazu da weitergegeben? Also wir experimentieren da selber noch ein bisschen, muss ich sagen. Es gibt klassische Plangrafiken, die einfach Planer lesen können und wo wir wissen, die sind nicht sehr alltagstauglich für alle Menschen. Das heißt, das Zweite ist, es gibt die Möglichkeit, Anleitungen zu bauen. Da haben wir auch schon experimentiert und ich hab da leider nichts da. Aber wie schauen die Arbeitsschritte aus? Es ist eigentlich wie eine Bauanleitung eines 3D-Druckers, so ähnlich. Ja, also es gibt die Schrauben, so viele brauche ich und auf die Art und Weise kann ich mein Fassadenelement selber machen. Und es ist sicher so, dass wenn ich für den Viergeschosser brauche ich keine Putze. Da habe ich einfach nur den Holzrahmen, dann kommt der Strohballen rein und dann beplanke ich das von zwei Seiten mit einem Holzwerkstoff und den Klammer oder schraube ich dran und fertig. Mehr oder weniger. Das ist viel einfacher dann auch zu erklären. Einen Putz anrühren. Brauche ich mal eine Mischmaschine, da brauche ich auch ein bisschen Erfahrung auch. Ja? Also ab wann ist der Putz gut, wie viel von welcher Zutat kommt da rein, da braucht es ein bisschen mehr Erfahrung. Aber wir haben irgendwann einmal auch gemerkt, es gibt auch sowas wie Schwierigkeitsgrade. Es gibt einfach etwas, wo man sagt, ja, das Element kann einfach wirklich jeder machen fast. Und wenn ich jetzt den Knotenpunkt angreife oder einfach statisch relevante Elemente, dann hat das eine höhere... Es hat einfach eine viel höhere Verantwortung. Da braucht es auch andere Mechanismen, wo man überprüft, hält die Stütze jetzt oder nicht. Ja. Wenn man sich an diesen Rahmen hält, hält der immer. Außer man füllt den jetzt mit Gold oder Stahl oder wirklich ganz schweren Sachen. Aber so war mal die Idee. Habe ich deine Frage beantwortet? Sonst habe ich noch. Also noch zum Thema nachhaltiges Bauen, eine Anmerkung bzw. Frage. Und was mir ein bisschen gefehlt hat, ist das Thema Dauerhaftigkeit. Also es ist schön, wenn alles super ökologisch ist, wenn das Haus dann nach 5 Jahren die Mäuse drinnen sind oder die Holzwürmer oder was auch immer, dann ist das auch nicht ökologisch. Also wie schaut es da aus? Okay,
Also die Dauerhaftigkeit war ein extrem großes Thema, ja. Und das ist deshalb, ich sage mal, unser Konzept. Es ist dauerhaft, weil die Gebäudeteile kann ich unendlich oft wiederverwenden, abbauen, an einen anderen Ort bringen. Ich muss das Gebäude nie zerstören, wenn ich es nicht mehr brauche. Das ist mal das eine, das ist das Konzeptionelle. Das andere ist, worauf du jetzt anspielst, glaube ich, mit Mäusen ist, also der Strohballen, der hatte einen gewissen schlechten Ruf. Das fällt uns auch auf. Ja? Und es gibt zwei Themen, die oft aufkommen. Das sind die Mäuse und das ist das Feuer und das Brandverhalten. Und es ist tatsächlich so, dass beide Themen kein großes Thema sind. Und diese Strohballen sind sehr, sehr stark gepresst. Also eine Maus könnte sich da nie. Es ist fast wie Holz schon. Ja. Es ist wirklich, deswegen hat auch der Strohballen ein ähnliches Brandverhalten wie Holz, weil der Sauerstoff da gar nicht so rein kann, wie man sich das vorstellt. Und das zweite Thema ist, dass der Strohballen in einer geschützten Hülle drinnen ist. Also der Lehm. Also wenn du mit Lehm arbeitest, hast du den Vorteil, dass der Lehm immer die Feuchtigkeit aus dem Stroh raussaugt und dann die Luft abgibt. Deshalb ist der Stroh da immer trocken. Und wenn du einen Holzbau und einen Strohballenbau hast, der immer trocken ist, hast du den Vorteil, dass es sehr, sehr lange leben kann. Und es gibt einige Häuser, die sind 400 Jahre alt mit Stroh, Lehm, Holzbautechnik. Die funktionieren einfach immer noch. Und auch wenn jetzt optisch der Lehmputz Risse bekommt oder so, ja, das ist schlecht fürs Brandverhalten, aber nicht für die Langlebigkeit. Weil auch wenn es jetzt nass wird, also das Interessante ist, also Lehm quillt dann auf, schließt diesen Schlitz und gibt nachher die Feuchtigkeit wieder in die Luft ab. Und es ist ja deshalb eigentlich ein sehr langlebiges Bauprojekt aus meiner Sicht. Es gibt, ich kenne dieses Problem jetzt nicht so extrem groß. Also es gibt gewisse Tiere, die das Holz anessen können. Wir haben eine hinterlüftete Holzfassade, wenn du die wählst. Du kannst aber auch einen Kalkputz außen wählen, wo du außen keine sichtbaren Holzflächen hast. Du kannst auch, es ist eben ein anpassbares System. Du kannst auch schauen, okay, in der Region, da gibt es viele Käfer, die mein Holz essen oder viele Wespen oder wo ich besondere Bedürfnisse habe, dann kannst du es hernehmen. Du kannst auch ein Betonfundament nehmen, ein vollflächiges und erst dann die Stützen drauf bauen. Ja. Also ein kritischer Punkt vielleicht ist auch, dass es momentan so ist, dass auch die Unterseite hinterlüftet ist. Aber es ist für die Langlebigkeit konzipiert und alle können mitmachen, es noch langlebiger zu machen. Ja. Und vor allem ist es nicht zerstörungsfrei, das muss ich vielleicht nochmal betonen. Warum werden heutzutage Gebäude abgerissen und nicht saniert? Das hat meistens den Grund, weil man es nicht nutzen kann. Oder da will ein anderer Nutzer her und der sagt, ich brauche ein Geschäft oder ich brauche ein Büro und das sind ja Wohngrundrisse, ich reiße es ab. Es ist selten der Fall, dass die Bausubstanz einfach schlecht ist oder alt oder nicht reparierbar ist. Und aus der Perspektive heraus, ich meine, auch ein bisschen Vision ist vielleicht zu sagen, es gibt einfach eine ganze Ökonomie an Bauteilen und die gewartet werden müssen, die baue ich halt ab, da kommt ein anderes rein oder ein temporäres rein und so kann ich die auch immer reparieren, ziemlich einfach in einer Halle und immer updaten oder auf den neuesten Stand bringen. Ich habe unlängst festgestellt, dass es auch für Strohballen extra Flammhämmer gibt, auch für die Eventtechnik. Inwiefern behandelt ihr das Holz oder Material? Also wir behandeln es wirklich gar nicht. Es gibt ein paar Dinge, auf die man aufpassen muss. Aber es ist ein unbehandelter Rohstoff. Und ich kann euch sagen, was wichtig ist bei einem Strohballen, er muss wirklich gelb sein. Ja, da darf sich nicht irgendwie grau werden oder alt werden oder Feuchtigkeit haben oder Sporen oder irgendwie so. Aber mehr kann ich jetzt nicht sagen, wird einfach nicht behandelt. Es gibt auch wirklich viel Erfahrung mittlerweile. Also Strohballenbau gibt es einerseits im historischen Bau,
Aber jetzt seit so den letzten 20 Jahren entwickelt sich eine Strohballenszene auch in ganz, auf der ganzen Welt, aber auch in Europa und in Österreich und in Deutschland. Und da gibt es auch große Treffen, wie das European Straw Bale Gathering oder, ja. Und da kommen alle Menschen aus Europa zusammen und tauschen sich aus, wie baust du, wie bauen wir und wie funktioniert das, ja. Und was ja auch das Problem ist im Bauwesen, deine Rohstoffe müssen zertifiziert sein. Du musst sie klassifizieren und all diese Dinge sind auch passiert in den letzten Jahren. Also deswegen ist jetzt gerade der Strohballen so ein bisschen attraktiver geworden. Und am Land wird damit eigentlich relativ viel gebaut. Also man weiß es oft nicht, aber nur in der Stadt halt überhaupt nicht. Und das ist ein bisschen das, was wir ändern wollen. Dann, wie sieht es mit den Kosten für so ein Haus aus? Also das, euer Demonstrator mit den zwei Modulen oder so, oder mit den 20, 30 Quadratmeter, was das waren, wie viel kostet das? Also ich kann ja sagen, dass wir jetzt für den Dreigeschosser mit allem drum und dran an Materialien und auch was den Prozess betrifft, 300.000 Euro ausgeben. Ja, und wir haben jetzt kein drittes Geschoss drinnen, also die Quadratmeter fehlen da oben. Wir haben jetzt oben 30, unten 40, dann kannst du das durchdividieren. Es ist aber wirklich, ich muss betonen, es ist ein Prototyp. Also diese Knotenpunkte werden viel aufwendiger gerade hergestellt, als man das für eine größere Stückzahl machen würde. Und also das ist bei einigen Dingen so, auch bei der Stütze. Und wir haben auch viel dazugelernt und das Ding verbessert sich stetig. Es fallen Teile weg, es werden Teile zusammenfusioniert, Arbeitsschritte gekürzt. Also es ist wirklich der allererste Prototyp, muss ich auch dazu sagen. Ich sag einfach, das Ziel, das wir haben, ist, also in Wien und in Österreich gibt es Kriterien für den geförderten Wohnbau. Und die wollen wir erreichen. Und die sind bei circa, ich sage mal, 1500 Euro am Quadratmeter. Das variiert auch, je nachdem wie ökologisch du bist, desto teurer darfst du sein, um trotzdem ein förderbares Projekt zu sein. Und da wollen wir langfristig hin. Ist jetzt mit dem Prototyp noch nicht. Ja, also wir probieren auch eher was aus und verschiedene Lösungen nebeneinander. Ja. Ja, nachdem ihr derzeit in der Prototypenphase seid, habt ihr wahrscheinlich auch Überlegungen für einen Zeithorizont. Wann werdet ihr soweit sein, dass das quasi serienreif ist? Was habt ihr derzeit für Vorstellungen? Also serienreife, ja, gute Frage. Also ich glaube, das lässt sich viel leichter in einem halben Jahr beantworten. Wir werden nach dem Aufbau dieses Projekts eine relativ große Evaluation haben und machen. Und ich bin mir sicher, dass wir einiges anders machen werden. Also das sind halt Detailsachen, aber eine Summe an kleinen Detailsachen. Und sehr schwer zu sagen. Also ich traue mir zu, ein Wohnprojekt zu machen nach diesen Prototypen. Aber ich weiß auch, dass dieses Projekt einfach dann auch noch nicht fertig sein wird. Das wird sich immer ein bisschen verändern. Das ist wie bei der Software. Ja. Okay. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit hier.